Das 1 Million Euro Octagon Game Changer Turnier beginnt und wir fliegen jetzt dahin. So, gelandet in Ostrawak, ausverkaufte Halle, fast komplett voll. Ich glaube, heute wird es richtig krachen und ich bin mal wieder richtig gespannt, Junge. Der Zurdu wird ihn in der zweiten Runde ausnocken. Oh mein Gott, es gab hier gerade fast einen Double Knockout. Ah, du Scheiße, Zurdu. Der Zurdu ist weg. Dieser Sport ist so geil, Mann! Alter, völlig absurd. Also wirklich geisteskrank. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also sowas siehst du eigentlich nur auf YouTube. Zurdu wird ihn in der zweiten Runde ausnocken. Wir haben sogar in Ostrava Ringlife Gangmember getroffen. Ich war ein bisschen traurig, weil ich mir echt dachte so, scheiße, heute ohne Community am Start. Aber die Jungs sind da. Hey, normalerweise werde ich immer von ihr interviewt, aber jetzt bin ich hier mal live am Start mit... Machen wir mal kurz Outfit-Check. Wie viel ist dein Outfit wert? Oberteil? Oberteil 20 Euro. Rock? Rock 30. Pussy unbezahlbar. Cut! So, jetzt kommt der Grabinski. Wenn ich mich nicht täusche, ist er an die Stelle von Eckerlin getreten. Er kämpft übrigens gegen Kertes. Kertes hat gegen... Oh, warte, der macht kurz einen Prozess. Ich hoffe, Grabinski knockt ihn aus, ehrlich. Ich hör's, ey, ich liebe die Scheiße hier so sehr, ihr glaubt es mir gar nicht, Mann. Einfach One Punch, Knockout und dann der Walk auf. Und der Referee sagt ihm, nee, hau ihm nochmal ein paar hinterher auf die Fresse, damit ich den Kampf beenden kann. What the fuck war das gerade? Ich nutze jetzt mal ganz kurz diese ruhige Minute, um euch aufzuklären, weil viele die ganze Zeit fragen, warum Christian Eckerlin nicht kämpft. Er hat sich am Knie verletzt, er hatte eine OP im Meniskus und die hat sich leider nicht komplett wieder ausgeheilt und war ein bisschen entzündet. Deswegen ist er raus aus dem Turnier, leider. Junge, was gibt er ihm gerade für Ground and Pound? Das tschechische Publikum ist noch mal ganz anders als in Deutschland. Die Leidenschaft, die die Leute hier zu dem Kampfsport haben, wie die Leute anfeuern, davon können sich die Leute in Deutschland auf jeden Fall ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Aber ich glaube auch daran, dass wir bald dahin kommen. An meiner Seite wieder Co-Kommentator-Manager Nils Urainski. Yes! Hast du deine Manscaped-Nasenhaartrimmer benutzt? Weil ich sehe auf jeden Fall ein paar Nasenhaare da rausschauen. Ich hab auf jeden Fall. Ganz ehrlich, Leute, ihr wisst, es gibt nur eine einzige Möglichkeit auf einen guten ersten Eindruck. Und warum lass du? Ey, jedenfalls, es gibt immer nur eine Möglichkeit auf einen guten ersten Eindruck. Und dabei gibt es ehrlich nichts Schlimmeres, als ungepflegt auszusehen. Ganz besonders, wenn ihr wie ich ständig auf Events unterwegs seid und neue Leute trifft. Deswegen, also ich benutze regelmäßig den Nasenhaartrimmer von Manscaped, damit der Busch in meiner Riesennase ordentlich gepflegt bleibt. Außerdem haben wir noch hier einen Ganzkörper-Haartrimmer für den Bart oder andere Körperstellen, den ihr auch gerne benutzen könnt. Manscaped hat zusätzlich dazu noch andere richtig geile Pflegeprodukte, die euch dabei helfen, rund um die Uhr frisch zu bleiben. Mit meinem Rabattcode RING20 bekommt ihr dann noch satte 20% und hinterlasst immer einen guten Eindruck. Ah, scheiß auf alles! Jungwirt kämpft jetzt! Jungwirt! Oh. Man merkt extrem, was Christian hier für eine Fanbase hat. Uff, der muss aufpassen. Ja, Christian muss aufpassen. Der hat ein bisschen Dampf hinter den Händen, der Kollege. Nein, komm, Micke, kick! Ja! Bisschen zu wenig in der ersten Runde, bisschen zu wenig. Jung wird. Jawohl! Konnte mal den linken. Und mehr davor. Ja. Gute Hände, ja, Mann, komm. Ja. Atmen, ruhig bleiben, du siehst alles. Körper zu Körper. Jawohl, genau. Jawohl. Zweite Runde, auf jeden Fall Runde für Christian. Übrigens, parallel, während wir gerade hier den Jungwirt-Kampf anschauen, unser Bruder Agit kämpft jetzt gerade auch in Bochum um die Europameisterschaft. Deswegen, wir müssen auch gleichzeitig ein Auge auf diesen Fight haben. Kick zum Körper, Kick zum Körper. Ja, jetzt genau so. Jawohl. Komm. Jetzt bitte schön. Christian hat gewonnen! Ja, Mann! Oh, Mann! Maschine! 29, 28. All for the winner. Christian!
Bester Mann, Junge! So muss es sein! Herzlichen Glückwunsch, Bruder! Herzlichen Glückwunsch für deinen Sieg! Was ist, willst du noch kurz was in die Kamera sagen zum Publikum? Danke, danke für den Support aus Deutschland und ja, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch für deinen Sieg, mein Bruder. Dankeschön, Dankeschön. Bester Mann. Jetzt geht's weiter. Geile Atmosphäre, richtige Party hier gerade. Das nächste große Octagon-Event findet in Oberhausen statt, am 17.06. Wenn ihr euch dafür keine Tickets gekauft habt, dann holt es auf jeden Fall nach, weil dort wird es nochmal richtig wild. Jetzt wird's gefährlich. Hirat ist richtig erschöpft. Nohori gibt Vollgas gerade. Er könnte sich vielleicht noch die Finish holen. Was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Beide schwingen. Oh shit, er lässt sich finishen gleich. Alter, was ein Kämpfer, jetzt, er steht wieder auf. Oh mein Gott. Also wenn er das überlebt, krank. Warum geht er nicht hinterher? Was geht ab, Mann? Warum geht er nicht hinterher? What the fuck, Alter? Was ist das für ein Fight gerade? Beide tot, guck mal, beide richtig tot. Oh. Oh. Ey, er spaziert einfach weg und meidet trotzdem den Headkick, Mann. Was geht denn gerade ab, ey? Der Hauptkampf des Abends. Cosma kämpft. Man kann sagen, der ist hier in Tschechien das, was Christian Eckerlin in Deutschland ist. Ja? Also wie die Arena hier ausrastet, der ist ein absoluter Star hier im Lande. Er hat das Ding auf jeden Fall gewonnen. Ich bin jetzt hier gerade mit Mo Grabinski da. Er hat den Fight heute gewonnen und rückt jetzt in das Viertelfinale am 17.06. in Oberhausen. Sag mal, wie ist dein Feeling jetzt nach dem Kampf? Geil, also verrückte zwei Wochen. Ich sollte normalerweise in Tel Aviv bei Brave kämpfen. Das ganze Event wurde gecancelt. Daraufhin habe ich direkt mein Management angerufen und habe denen gesagt, die sollen mir auf jeden Fall einen Kampf besorgen. Dann haben die mir erstmal nur einen Kampf bei Octagon besorgt, was mich ja schon glücklich gemacht hat. Daraufhin, zwei Tage später, wurde es ein Reservekampf. Wiederum zwei Tage später ist einer vom Hauptturnier ausgefallen und damit bin ich direkt ins Hauptturnier eingerückt und zu viel, ne? Krass, nee, aber das ist, da merkst du, immer wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer direkt was eine. Ja? Und irgendwie schlängelt sich das dann so rum und egal wie es passiert ist, am Ende kannst du ja froh sein, dass es jetzt genauso gekommen ist. Ne? Definitiv. Wie war so dein Feeling jetzt? Ich meine, der Gegner... Wir haben ihn im Fight gegen Jungwirth gesehen, der ist schon ein bisschen ekelhaft. Ne? Und ich hab vorhin noch genau gesagt, ey, jetzt fängt er wieder an mit diesem ekelhaften Takedown-Gespamme, so wie wenn einer auf der Playstation immer nur denselben Knopf drücken kann. Ja. Und dann genau da kam diese Kracherrechte und hat ihn runtergeschickt. Wie war das Feeling, als du ihn getroffen hast? Ich glaube, ich habe den schon zu Beginn mit dem Knie so ein bisschen gebrochen, weil das war direkt am Anfang, da habe ich ein Knie zum Kopf gelandet. Das hat den schon ein bisschen aus dem Game gebracht. Und dann, wie du auch gerade gesagt hast, dann hat er versucht, wieder seine... gut deutsch gesagt, schwule Scheiße zu machen, dieses Geklinche, was der auch gegen Jungwirth gemacht hat. Ja, und dann zum Schluss habe ich den halt mit der harten Rechte getroffen und dann blieb der liegen. Noch einer unserer Männer, der gewonnen hat. Zwei von zwei haben wir heute auf jeden Fall geholt. Christian, wie fühlst du dich jetzt nach dem Sieg und dass du jetzt in die nächste Runde kommst? Ja, erstmal bin ich natürlich glücklich, gewonnen zu haben und so an sich fühle ich mich gut unverletzt. Also Mo Grabinski hat ja, nachdem er vorhin gewonnen hat, gesagt, eigentlich würde er sich sogar ein bisschen vielleicht dieses deutsche Duell, obwohl er dich mag und so, aber er würde sich sogar ein bisschen dieses deutsche Duell in Oberhausen wünschen. Okay. Hast du das genauso gesehen oder bist du eher der Meinung, muss nicht erst sein. Im Finale vielleicht? Ja, wenn dann, Aber wir wollten den Bojan kämpfen und den haben wir jetzt. Hast du den Zuschauern, die jetzt dieses Video anschauen und vielleicht noch Interesse daran haben, zu Oberhausen zu kommen, irgendwas zu sagen? Ja, Leute, schaut vorbei. Das wird eine kranke Show. Octagon, hier, du warst selber dabei. Das ist brutal. Frankfurt, München, das wird immer kranker mit denen, mit Octagon. Also da bin ich schon froh, bei Octagon zu sein und Oberhausen wird krank. Ey Edmond, es ist Zeit für ein Fazit. Ich habe ein Problem.
Das ganze Puzzle funktioniert nicht. Machen wir fucking Fazit, Junge. Octagon, Ostrava, war ein brutales Event. Der Start von dem 1-Million-Euro-Turnier. Zwei Deutsche haben gekämpft. Zwei Deutsche sind weitergekommen in die nächste Runde. Kämpfe waren geil. Wir hatten Spaß. Oberhausen am 17.06. Da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Das Event wird ein Abriss. Da haben wir auf jeden Fall schon richtig geile Sachen für die Community geplant. Wir werden ein paar Challenges machen mit Merchandise, Gewinnspielen und allem drumherum. Ich will nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall geil. Deswegen holt euch definitiv Tickets für den 17.06. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. So, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video.